Hallo meine Freunde und willkommen zu einer kleinen Runde Legends Awakening. Wie ihr sehen könnt, ist in meinem Haus wieder ein bisschen was passiert. Also einerseits hängen hier überall Lianen runter, das muss aber so sein. Ach, ist schon wieder so laut. Ups. Sekundengeräusche. Na gut, es geht. Ich glaube, es liegt nur daran, weil ich meine Kopfhörer so laut gedreht habe. Ja. Ich habe hier wieder ein bisschen was weitergebaut. Wie man sehen kann, habe ich jetzt hier oben eine kleine Decke drinne. Auch der Eingang sieht anders aus. Die Lianen habe ich hier nur angepflanzt, damit ich halt mal ein paar habe. Ich denke mal, die sind jetzt auch gleich genug. Ich werde mir zwar ein paar als Backup so eine Kiste lassen, aber wenn ich die abgebaut habe, sollte ich erstmal genug haben. So. Die habe ich mir übrigens ertauscht bei jemandem. Und witzigerweise, der hat halt so einfach in den Chat geschrieben, ich handle, bla bla bla, alles mögliche, schreibt mich einfach an und habe ich ihn angeschrieben und hat sich herausgestellt, hat, dass er zu meiner Community gehört. Das fand ich total witzig, er hat mich gefragt, ob ich ihn mal erwähnen kann. Ja, das kann ich machen, also hiermit bist du jetzt erwähnt, Johnboy HD. So, hoffe, du bist jetzt froh darüber. So, und ansonsten, hier habe ich eine kleine Ecke hingebaut, einfach so ein bisschen dekomäßig, ich habe noch keinen Plan, was ich hier hinbaue. Hier so einen kleinen Fackelhalter, der sieht richtig nice aus, finde ich. Mit so einem Amboss drinne. Ich überlege noch, ob ich das vielleicht so hier mache. Also so hier, dass das so ein Fackelhalter ist. Oder ob ich das halt so lasse. Ich meine, es gibt natürlich auch die Möglichkeit. Nein, so nicht. Ich denke mal, so ist es am besten. Ansonsten hier ein kleines Bild. Bei den Kisten hat sich nichts weiter geändert. Den Ofen habe ich ein bisschen verschoben. Hier hängt jetzt ein Bild. Hier sind die Prismarinen. Ich kann auch mal gucken. Oh, lol. Ich habe Eisen bekommen. Und einen Bogen in meinen Briefkasten. Nice. Ja, das finde ich cool. So, ansonsten sieht mein Haus bis jetzt von außen noch unverändert aus. Aber von unten hat sich einiges getan. Beziehungsweise hat sich begonnen, etwas zu tun. Dazu muss ich mal auf die andere Seite gehen. Und dann könnt ihr das mal sehen. Ich habe nämlich diese Erdplattform von unten ein bisschen ausgebaut, sodass es auch ein wenig natürlicher aussieht. So, als würde die wirklich aus dem Berg rauskommen, nicht nur so ein Block Schicht, die man da so hingeklatscht hat. Die Wurzel werde ich dann auch noch irgendwann hinbauen, aber das ist so eine miese Arbeit, das will ich eigentlich gar nicht machen. So, des Weiteren, ja, ich gehe mal kurz in die obere Etage, da ist zwar noch nicht viel passiert, aber das ist ja das, was wir jetzt ändern wollen. Habe ich, wie gesagt, hier oben die Etage ausgebaut. Nein, nicht ausgebaut, ich habe die hingebaut. Ich habe die einfach so hingeklatscht, habe gesagt, hier ist die obere Etage. Das kann ich mal schnell zumachen hier mit Stein. Und hier würde ich dann irgendwas hinbauen, ich weiß aber noch nicht was. Und später kommt dann nach hier oben so drauf so ein kleiner Wurzelbaum, in den du auch noch hochgehen kannst. Und der Baumkrone ist dann auch nochmal was. Naja. Ansonsten, lol, meine Aufnahmestoppuhr hat sich halt gerade einfach wieder deaktiviert. GG an die, finde ich gut. So, ansonsten gucken wir mal, was wir jetzt aus der oberen Etage machen können, beziehungsweise aus der Treppe nach oben. Denn für die Treppe habe ich halt irgendwie null Plan, was ich da machen will. Also wirklich überhaupt keinen Plan. Sowas von gar keinen Plan. Ich habe... Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier zwar jede Menge Sachen in meiner Kiste. Ich habe mir schon so ein paar Sachen besorgt. Half-Slabs und halt Stufen. Half-Slabs, ja, Stufen, das Ganze auch aus Holz, aus Cobblestone, ich habe auch Birkenholz probiert, aber es sieht irgendwie alles nicht so geil aus, wie es soll. Ich weiß auch nicht, wo die hier hin soll, weil das halt bei mir alles eh so ein bisschen eng ist, aber ich hätte hier halt schon gerne einen Weg in die obere Etage. Ich überlege gerade, ob ich das hier so mache, dass man hier nach oben geht. Was ist hier? Oh. Keine gute Idee, das hier nach oben zu führen. Das sollte nämlich nach Möglichkeit erhalten bleiben. Also. Warte, das muss ich so machen. Den Rest kann ich wieder von unten bauen. Ach, blöde Türen. Okay, so. Übrigens kann ich während des Bauens mal so ein paar Statements zu Varu geben. Dann wurde sich mal gewünscht, so hier. Wie sieht's denn aus? Mit Varo und so weiter. Ups, ich hab den Haken kaputt gemacht. Mit Varo und so weiter.
Guckst du das eigentlich aktiv? Und ja, ich gucke das ziemlich aktiv. Und ich persönlich war eigentlich für Team Spark und Cast. Das Problem ist, beziehungsweise ich war halt auch wirklich dafür, dass Spark gewinnt. Ich gönne ihm das. Der ist zwar schlecht im PvP, aber sonst finde ich ihn halt richtig cool. Aber ich fand halt wirklich auch also seine Taktik im Varus-Finale fand ich dann halt auch richtig assi. Ich finde, man muss ihn deswegen jetzt nicht so krass haten, aber hey, ich meine, im Varus-Finale nochmal Goldäpfel farmen, das ist jetzt wirklich ein No-Go, ja. Also das ist was, was man wirklich vermeiden sollte. Aber nee, der Spark, der kriegt das halt auch hin. Ja, ist halt so. Kann man nichts ändern. Ich überlege gerade, ob ich die Treppe hier hinbaue. So, und dann hier hoch. Hier so eine Treppenstufe hin. Ich weiß auch noch nicht, wie breit ich die Treppe machen will. Ich meine, einfach nur so eine Treppe, die hier hingeklatscht ist, sieht jetzt auch nicht so geil aus. Aber ja, so muss die, denke ich mal, schon sein. Und ja, ihr habt vielleicht, wenn ihr den Chat ein bisschen verfolgt, dann seht ihr übrigens, dass der Nether immer noch zu ist. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal hinkriegen. Aber es ist halt echt nervig. Ich hätte schon gerne mal ein bisschen Quarz oder irgendwas aus dem Nether geholt oder gefarmt. Aber nein, der Nether denkt sich, oder beziehungsweise die Leute denken sich, hey, Nether wird doch total überbewertet. Da stirbt man eh nur. Lassen wir den Nether doch einfach raus. Der ist irgendwie noch nicht einmal aktiv gewesen. Keine Ahnung, ob die das irgendwann mal noch auf die Reihe kriegen, das Server-Team. Ich hoffe doch mal. Denn ich will ein paar Sachen aus dem Nether. Okay, dann wird das hier jetzt meine Treppe, dass du hier, wenn du reinkommst, die Kisten hast. Und hier so eine kleine Treppe, die nach oben geht. Naja, was heißt klein? So klein ist sie jetzt nicht. Das werde ich nochmal abändern. Mal gucken, auch das denke ich mal, muss ich kurz abändern. So dass ich das auf dieser Höhe habe. Denn ich möchte hier unten drunter nach Möglichkeit Bücherregale platzieren, weil das ziemlich nice aussieht. Und meinen Platz so effektiv wie möglich nutzen. Darum, ja, muss ich mal gucken, wie ich das so anstelle. Jetzt sehe ich hier ein kleines Problem mit meinem Bauzeug von außen, dass das hier blockiert ist, dieser Treppenabschnitt. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Also dieser Erdblock hier müsste weg. Dieser Erdblock müsste weg. Dieser Erdblock müsste weg. Dieser Erdblock müsste weg. Also mache ich jetzt was? Ich setze die alle einfach eins nach oben. Dafür place ich jetzt hier eine Wand rein. Da eine Wand rein. Da noch ein. Da noch ein. Dann ist das Ganze wieder ausgeglichen. Sehr schön. Damit hätten wir auch dieses Problem geklärt. Gehen wir so rein. Ah, sehr schön. Das ist doch jetzt mal ein hübscher Durchgang mit lauter Erde überall. Der ist Dirt Everywhere. Wie können wir es jetzt hier machen? Ja, einzige Möglichkeit ist jetzt halt, hier dorthin zu placen. Hier dorthin zu placen. Und irgendwo muss ich das dann halt wieder ausgleichen. Habe ich jetzt hier so einen Puffer. Muss ich es noch so machen. Dann die Fackel wieder platzieren, dass es schön hell ist und auch Gras wächst. Na gut, wenn Tag ist, würde das Gras eh machen. Von daher ist das ziemlich egal. Und jetzt haben wir halt Aufgang nach oben. Muss ich mal gucken, was ich so dekomäßig hier reinmachen kann zur Treppe. Das baue ich erstmal ab. Werkbank kann erstmal weg. Ofen kann weg. Das Zeug muss ich irgendwann auch mal noch in die Kisten einlagern. Aber das machen wir nicht jetzt, denn das ist langweilig. Ansonsten place ich jetzt hier erstmal Holzstämme hin, sodass man da erstmal durchlaufen kann. Ne, warte mal, so gefällt mir das nicht. Ich muss die Kisten jetzt wohl doch schon auslagern. Ich habe ja da drüben genug. Dann sortiere ich das gleich mal. Also, Baumaterialien, Holz und so weiter. Ja, sagen wir, Holzzeug kommt nach hier. Steinzeug und Metall kommt nach da. Das kommt später. Also hier Steine, Steine, Steine. Wolle erstmal nicht. Wolle, Steine, 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 Steine. Holz, Kies gehört auch mit dazu. Erde macht eine extra Kiste auf. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Holz, Holz, Holz.
Holz, 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 Holz. Toll, das war witzig gebackt. Stein, 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 Stein. Ich finde, das kann auch mit zu Stein. Das passt da irgendwie mit rein in diese Kategorie. Oh Leute, hier sind halt auch noch jede Menge Steine und ich glaube, ich mache die Erde doch mit zu den Steinen. So. Das, ja, hier ist noch ein bisschen Holz. Hier nicht. Hier sind noch ein paar Steinchen. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Ich weiß natürlich jetzt schon, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber komm, jetzt egal. Dann kann das hier rein, das hier rein, das hier rein. Ich mache die Dirt. Die Dirt. Also die Dirt doch lieber zu Holz. Passt da irgendwie besser rein vom Farbton her. So, jetzt kommen Naturzeug. Also jetzt kommt so Naturzeug. Das, was hier oben drinne ist. Mobtrops etc. Oder beziehungsweise halt auch die Sachen, die man anbauen kann. Die kommen in diese Kiste hier. Dafür denke ich mal, gibt es zwei Kisten, weil es davon viel gibt. So, zack, 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 alles rein. Und die sind halt so generell auf alle Kisten verstreut, von daher. Dann sind hier auch noch Werkzeuge. Ach komm, ich nehme das auch schon mal mit raus. Also erstmal das ist Natur, Natur, Natur. Natur, Natur. Ja. Mache ich jetzt schon mal eine Werkzeugkiste auf. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Obwohl, die behalte ich mal lieber. Jetzt wieder hier oben. Leute, hier sind halt auch noch die Sachen drinne, die Blumen drinne, die ich mal gefarmt habe. Ganz viele weitere Natursachen. Die Fackeln gehören, glaube ich, eher weniger zu Natursachen. Die gehören so zu zusätzliche Bauelemente. Zum Beispiel Wolle. Ach, erstmal alles rausnehmen. Danach. Ja, Kisten kann ich schon mal abbauen. Mein Inventar sollte jetzt leer genug sein, um alles aufnehmen zu können. Genau, ist es auch. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich hier erstmal die Kisten hinzufügen. Werkzeuge. Naturzeug. Pfeile zähle ich da jetzt einfach mal dazu. Seeds, Brot, noch ein Milcheimer. Hier oben kommt jetzt so zusätzliches Bauzeug hin. Ja, ich denke mal, das passt so ganz gut von der Sortierart her. Ich mache es zur nächsten Folge nochmal ein bisschen schöner, aber ich meine, es ist jetzt schon bereits extrem langweilig, wenn das alles sortiert wird und ich will das jetzt nicht nochmal unnötig länger langweilig. Diese Kiste fehlt mir hier jetzt noch mit den ganzen richtig wertvollen Stuff drinne. Also tue ich das mal hier rein. Ah, hier habe ich noch was zu Naturzeug. Die Kiste ist übrigens voll. Nice. Kann ich die Pfeile nach hier tun? Genau. So, und da ist jetzt halt das wirklich wertvolle Zeug drinne. Sponges. Na gut, das jetzt eher weniger. Ja, komm, passt so. So, und jetzt wieder zu dieser Sache mit dem Bauen. Ach, das kommt jetzt einfach hier rein. Ich möchte, dass das hier so runter geht. Genau. Und dass hier oben zwei solche Treppenstufen so stehen. Außerdem möchte ich das hier so haben. Und irgendwas, was das hier dicker. Ich glaube, das kann ich nicht so machen. Ich glaube, da muss ich noch. Ja, ich fürchte, ich muss hier noch. Doch Stufen hinsetzen, macht das mit den Bücherregalen doch eher weniger. Also, so und so. Sieht immer noch hässlich aus. Dann gönne ich mir mal Half Slabs. Die kann ich mir auch mal mitnehmen. Die könnte ich vielleicht auch gebrauchen. Ja, okay, das mit dem Holz kann ich doch nicht so machen. Muss mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht so ein bisschen hängen, dass das nicht steht auf dem Boden, sondern eher so hängt. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, ich mache das so. Zack. Zack. Dann haben wir jetzt hier eine schöne Treppe nach oben, die noch nicht wirklich schön aussieht, aber ich sage halt schön, damit ihr einfach glaubt, dass sie schön ist und das einfach akzeptiert und nicht hinterfragt, ist das wirklich schön.
Denn das ist es leider noch nicht. Ich kann hier schon mal irgendwie so eine Liane zur Deckung mit hinhängen. Erstmal kann das Zeug ja alles runter, das werde ich eh nicht brauchen. Hier, die brauche ich auch erstmal nicht. Ich habe jetzt erstmal genug einen Stack. Und ja, jetzt überlege ich mal. Ich sitze halt wirklich schon fast eine Viertelstunde an dieser verdammten Treppe. Ich überlege übrigens noch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das hier oben mehr so als Fenster machen sollte, wo man dann hier so hingeht, so bis hier ran und dann rausgucken kann, mache ich natürlich diese beiden Blöcke hier noch weg. Oder ob ich das mehr so als Aus- bzw. Eingang machen kann, so als Obergeschoss machen kann oder machen sollte. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich das mit der Treppe hier mache. Vielleicht place ich auch hier so das Holz hin. So ein bisschen random halt hin oder mit einem Muster, das wäre doch mal nicht schlecht. Wenn ich immer so ein Muster hier habe, dass ich immer einen quer stelle und einen hoch, dann könnte das, glaube ich, auch was werden. Ja gut, also hier der müsste dann so sein. Also, der muss jetzt stehen, der muss liegen, der muss stehen, der muss liegen, der muss stehen. Der hier, der muss jetzt auch wieder... das Holz hat keinen Bock, okay. Der muss jetzt wieder liegen. Exakt. Vielleicht baue ich das dann noch so ein bisschen hier in diese Wand rein. Hier zum Beispiel kann noch einer hin. Okay, hier jetzt nicht mehr. Aber ich könnte ja vielleicht schon mal so beginnen, den Baum außen anzudeuten, indem ich hier jetzt das erste Holz bereits reinbringe. Ja, komm, das mache ich jetzt einfach so. Damit habe ich jetzt hier nochmal ein liegendes, hier nochmal ein stehendes, hier nochmal ein liegendes. Nein, ein stehendes. Und das müsste es dann hier gewesen sein in der Etage. Von der, beziehungsweise das ist jetzt erstmal von dieser Etage mit der Treppe gewesen. Ich beende die Folge jetzt, die ist ja schon viel zu lang und viel zu langweilig, weil ich die ganze Zeit nur gebaut habe. Aber da momentan gerade irgendwie nichts Cooles funktioniert und ich immer noch keine Dias gefunden habe. Na gut, ich muss zugeben, nachdem ich irgendwie insgesamt 7 Stunden in Farm gewastet habe, habe ich auch keinen Bock mehr, irgendwie das zu machen. Ich versuche mir die jetzt zu erhandeln. Von daher, ja. Weiß ich noch nicht, wie ich wirklich jetzt an Dias komme. Ja, das mit dem Boden sieht ganz nice aus. Ich glaube, ich packe hier so ein paar Leanen hin. Wenn ich Glowstone hätte, würde ich da auch Glowstone hinpacken. Aber da der Nether down ist, kann man das nur von Hexen bekommen. Ja gut, Hexen sind jetzt nicht so unbedingt oft in der Welt. Von daher habe ich da eher weniger von. Vielleicht kann ich hier noch ein schönes Bild hinpacken. So ein bisschen, naja gut, so nicht unbedingt. Es kam zweimal hintereinander dasselbe Bild. Jetzt will ich mal wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das passieren kann. Fackeln und andere Baumaterialien. Ah, gut, eine Fackel hatte ich auch im Inventar, gut zu wissen. Das heißt, hier unten kommt noch ein kleines Bild hin, da möchte ich aber so ein bisschen größeres haben. Ja, das gefällt mir aber nicht. Ah, das war schon besser. Das hätte ich vielleicht nehmen sollen. Ja, komm, das behalte ich jetzt. Dann kommt hier eine Fackel hin. Und ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur gebaut habe. Wenn ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, bis denne. Ciao, ciao.